Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf der Map Yasuo V2. Jo, wir sind jetzt in den Möhren und wollen uns betören. Gell? Aber wir werden das hier den Helfer weitermachen lassen. Ich habe jetzt gleich was anderes vor. Mach nur noch einmal hier, wenn ich so 30.000 Liter sowas drin habe, da kann ich den zweiten Anhänger voll machen, dann bringen wir das eben weg. Das Gemörte. Das Mörrchen. Und stellen wir das Gespann wieder hier hin. Und wie gesagt, dann werden wir uns einer anderen Geschichte widmen. Große Nachfrage bei Lady Erpelsheim. Ja, aber nach was? Was möchten Sie denn haben? Backsteine, Pferdeäppel, Mist. Man weiß es nicht. Das war sonst mal eingeblendet, ne? Im 15er, 17er und so. Der Sache hat man jetzt auch eingespart. Finde ich dann auch nicht so schön, aber ja. Ey! Bitte. Ja, ja. Genau. Zur Zeit ist mit mir nichts los. Aber das habe ich in letzter Zeit ja sowieso öfter. Diese Temperaturschwankungen, die machen mich so fertig. Und jetzt soll es ja zum Wochenende richtig, richtig knaller heiß werden, zwischen 30 und 35 Grad. Ne? Mir fliegt schon die Rübe weg. Aber was willst du machen? Was sollen wir tun? Außer viel zu ruhen. Ja, guck mal. Ja, da werde ich nachher wohl nicht viel daneben her schaffen, wie ich das so sehe. Einmal rauf, einmal runter haben wir schon 30.000 Liter drin, das ist ja der Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Hoppala. Zwiebeln, wie komme ich da auf Möhren? Zwiebeln haben wir doch hier. Also ehrlich, habe ich vorhin Möhren gesagt, ne? Oh, was bin ich ein Ochse? Zwiebeln. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Auf geht's, mein Junge. Die Ladung Zwiebeln wegbringen. Zwiebelchen, oh Zwiebelchen, du bist mein kleines Primelchen.
Wir fahren hier querfeldein, ist ja meiner Kalle, kann man ja machen. Ich fahre ja auch nicht übers Feld, ich fahre ja über das Grünland. Ist ja alles so okay, denke ich. Denke ich. Ich denke. Wenn du denkst, dann denkst. Oh mein Gott, dann geht das schon wieder los. OBS-Syndrom, was ich sage. Es reißt mich dahin. Es rafft mich hernieder. Immer wieder. So. Was nu? Hallo. Ach so. So, muss schon zur richtigen Seite stehen, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Oh, meine Güte. Da ist schon wieder, bis ich da bin, schon wieder 30.000 Liter drin. Das ist ja Wahnsinn. Da ist schon 24, hat er schon wieder im Tank. Nee, nee, nee. So, der ist leer. Dann rauschen wir mal wieder los. Warum bin ich denn so müde? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich lasse mich einschläfern. Es wird das Beste sein. Schlimm mit dem alten Mann. Wie viel hat er da oben? Ja, guck mal, 30.000 oder schon wieder drin. Ich werde verrückt. Es ist ja Wahnsinn. Wo soll das alles noch hinführen? Bibbel die Bibbel, die Wurst hat zwei Zibbel. Am besten schmeckt's mit einer Zwibbel. Oh, der war nicht gut. Jo, ich komme ja schon. Jut. Hopp. Oh. Ist ja doch gar nicht voll. Entschuldigung. Da war ich zu schnell. Hey, bleib mal dran. Ah, Halleluja. Lenkrad Akrobatik vom Feinsten hier. Komm, wenn, dann machen wir den hier voll. So ist fein. Hast du fein gemacht. Stellen wir den schon mal hier leicht in Position. Hoppala. Jetzt müssen wir mal hier raus. Es
ist alles aufregend, sage ich euch. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal den. So. Oder so ähnlich. Wer kennt ja noch diesen Dreh, diesen Zugknopf da, den roten da auf dem Armaturenbrett? Die nachträglich eingerüstete Warnblinker. So, dann wollen wir das Hightech-Gespann hier zusammensetzen. Lalilu, lalalalilu. Jetzt muss ich aber erst wieder zum hierzu bei, weißt du? So, die Rutsche bringen wir noch weg. Dann fahren wir wieder hin, machen den einmal wieder abtanken. Die 30.000, die dann wahrscheinlich wieder drin hat. Und dann lassen wir ihn erstmal. Aber dann werden wir uns der anderen Sache widmen. Weil nur hier die Zwiebeln fahren, wird ja auch wieder langweilig, gell? Und wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Jubilo, jubilo. Nase läuft. Wo läuft sie hin? Mein Gott, die kriegst du kaum noch ein. Ja. Ja, der Ifconator ist auch an so einem John Deere Pack zugange. Ich bin mal gespannt, wann das kommt. Das sieht ja auch eigentlich sehr vielversprechend nur aus. Man kann dann die Türen nicht öffnen und so, so wie er sagt. Gut, andersrum gesehen, bei dem hier kann man es, wie oft mache ich es? Auch nicht so oft, ne? Ja. Ti.
immer wieder auf und nieder kommt die Zwiebel von dem Hänger. Nee, reimt sich nicht. Lass mal weg. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Und leer. Leer ist er. Heute Abend, ja, heute ist Donnerstag, genau, heute Abend ist wieder Livestream von Snooky Snoo, wenn er nicht ausfällt. Montag ist ja was dazwischen gekommen, aus privaten Gründen, wie sie geschrieben hat. Aber sowas kommt ja vor, vielleicht hat sie sich auch nur nicht gut gefühlt oder keine Lust, kann ja alles sein. Ist ja auch egal, hat ja jeder sein Recht, das zu tun und zu machen, wie er möchte. Ich habe ja momentan auch nicht so die Lust, was zu machen. Ist nun mal so. Ja, genau. Heute Abend dann nochmal Livestream. Bin ich mal gespannt. Also heute ist der 30. 30.06. Nee, 7. 30.07. Mein Gott. Zeit, die Rente. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob es heute Abend LS spielt oder wieder dieses andere Ding da. Dingen, weißt du? Ich kann mir den Namen nicht merken von dem Spiel, aber das hat ja nichts zu sagen. Ich kann mir so viele Sachen nicht merken. Wieso wedeln denn die Kartoffeln so schräg weg? Was ist denn das für eine Geschichte? So windig ist es doch gar nicht und so schnell fahren tun wir auch nicht. Kartoffeln, Zwiebeln. Nee, Güte. Sind da gar keine Kartoffeln. 30.000, ja gut. So. Kommst du zur Seite? Und wir gehen jetzt dahin. So, fahren wir mal hier ran. Müssen wir uns mal umdrehen. Das Ding müssen wir ausklappen. Jesus, guck es an. Oh, alter Falter. Hast du das Gefühl, dass ich was vergessen hab? So ist besser, ne? Yes. Genau. Ja, ja. Damals wirklich so schnell gefahren sind, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ah, wir machen das mal so.
Ja, aber so war es halt, ne? Laut, staubig und alles ging nicht so schnell. Machen das nochmal so. Oh. Ach so. Wie habe ich das denn? So, jetzt habe ich natürlich wieder voll den Scheißbock geschossen, weil der ist ja voll. Er ist voll. Da müssen wir uns erstmal wieder hier einreihen. So. So, der bleibt mal eben da stehen. Jetzt gehen wir wieder dahin. So. Tanken den eben ab. Da habe ich keinen Durst, das gibt's überhaupt nicht. Das ist mir alles Wurst, denn ich habe ganz schön Durst. Tete, tete, tete.
So, der kommt wieder zur Seite. Okay. Aus, genau. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie reinkommen. Der geht da nicht dran. Alter, doof. Hatte ich dir nicht vor. Das finde ich aber blöd. Geht ja an den anderen dran. Hatte ich hinter dich damit gefahren? Ach, nee. Da geht ja auch nicht dran. Wir nehmen mal den hier. Hat er nicht einen schönen Klang? Ja, auch nicht. Ich bin entsetzt. Ach, Manno. Klappt ja gar nichts so, wie ich will. Ist ja blöd. Hab ich noch mit so einer kleinen Gurke da reingefahren. Okay. Dann versuchen wir jetzt den. Aber der sollte ja wohl funktionieren, ne? Auch nicht. Ey, was ist denn jetzt los? Der will mich doch verarschen, oder? Ah, da gingen die anderen wahrscheinlich auch. Hm. Alles klar. Ja, egal. Jetzt nehmen wir den hier. Oh, was bin ich bekloppt. Konnte ja nichts anzeigen, habe ja das hat ausgeblendet. Oh, bin ich bescheuert. Ohne Worte. Guck. Favorit Vario. Ist auch ein Jan. Aber jetzt ist er voll.
Ach, guck mal, wir haben schon eine halbe Stunde. Ich werde wahnsinnig. Die Zeit, die rennt, ne? Aber abtanken tun wir noch. Gucken, ob ich überhaupt da so da rankomme. Ah ja, das geht. Jo, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Geschichte. Hier mit den alten Fahrzeugen. Das geht in der nächsten Folge weiter, würde ich mal sagen. Und bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und macht es gut. Tschüss.